Damit herzlich willkommen zu meinem Reingeschaut in Dead Space hier auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday und heute ist Release-Tag von Dead Space. Ich bin sehr gespannt, was das Spiel kann. Und ich begrüße auch meine YouTube-Zuschauer, die jetzt das Video dann auf YouTube schauen. Für die, die jetzt auf Twitch dabei sind, sehen sie jetzt. Ne? Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los mit Dead Space für die PS5. Bin echt gespannt. Ich habe auch vor, ich glaube, 2 Monaten das Original nochmal gespielt auf meinem Kanal. Könnt ihr gerne auch nochmal reingucken. Und ich will nochmal schauen, ob jetzt hier alles ausschlägt. Ja, gut. Dann Nutzervereinbarung weiter. Spielaufzeichnung pausiert. Ah ja, ihr seht es trotzdem. Vor dem Spielen lesen, ja. Grafische Gewalt da schon. Ja, das Spiel ist ab 18. Bin sehr gespannt. Dead Space. Wir wollen Sprache der Ausgabe Deutsch. Ja, das ist neu. Im Vergleich zu 2008 kann jetzt Isaac reden. Das konnte er damals nicht. Untertitel lasse ich mal an. Schwierigkeit. Bleiben wir mal bei boah, Mittel. Ich wollte eigentlich auch ein Let's Play zu dem Spiel machen, aber ja, müsst ihr sagen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt zu dem Spiel, sagt mir Bescheid. Ansonsten belasse ich das jetzt einfach bei diesem einen Reingeschaut zu Dead Space. Und das Versehen, die verstören würden können, erscheinen Inhaltsverwarnung. Nein. Und ja, sagt mir einfach Bescheid, ob ihr ein Let's Play sehen wollt oder nicht, weil dann gibt es auf Twitch Let's Play Sessions. Aber ansonsten bleibt es bei dem ein Video. Dann let's go. Mit dem Dead Space Remake. Bin gespannt. Aufgaben. Kommen wir zum Intro. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Wisst ihr das? Nico? Ja, hab seit Wochen nichts von ihr gehört. Wir sind 5 Minuten weg und du schaust dir das immer noch an. Du musst sie echt vermissen. Die Ishimura ist kein Job, den man ablehnt, aber 6 Monate lang nur Videoanrufe. Ist hart. Da sagt man leicht das Falsche. Kann ich dir nicht verdenken. Ich würde auch lieber meiner Freundin zuhören als Hammond und den Sicherheitsprotokollen. Er sieht anders aus, auf jeden Fall. Ja, sagtest du bereits. Los geht's. Schöner Wiedereintritt. Willkommen auf Legacy. Stell dir vor, du müsstest 6 Monate lang auf diesen Felsen starren. Für einen Bergbauunternehmer? Ein Paradies. Legacy 7 ist einer der größten Funde der CEC-Geschichte. Ein Erkundungsteam hat für immer ausgesorgt. Wo ist sie? Da. Visueller Kontakt mit der USG Ishimura bestätigt. Wunderschön. Das größte Abbauschiff ihrer Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Es ist so dunkel. Man sieht nicht ein einziges Licht. Ja. Wir haben gleich Empfang. Jemand muss doch auf uns warten. Sei beim Anflug vorsichtig. Kein Risiko, wenn es um den ganzen Stolz der CEC geht. Kein Risiko, ha? Huh? Hast du deshalb in meiner Personalakte rumgeschnüffelt, bevor wir los sind? Über was du denn da Zugriff? Computeranalystin. Berufskrankheit. Das war der übliche CEC-Hintergrundcheck, Daniels. Wenn du erste Liga spielen willst, musst du am Ball bleiben. Sir, wir haben jetzt Empfang. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kallion in Antwort auf euren Notruf. Komm, Ishimura. Ishimura, könnt ihr mich hören? Bitte melden. Hier ist die USG Kallion.
Hast du schon mal von einem vollständigen Kommunikationsausfall gehört? Nein. Los, geht endlich ans Telefon. Was ist das denn? Ah, da ist wohl das Kommunikations-Array-Defekt. Vielleicht ein kaputter Encoder. Daniels und ich kriegen das in 48 Stunden hin. Hey, so bleibt dir genug Zeit, ein Wiedersehen mit Nicole zu feiern. Ja, das hoffe ich. Chan, Johnson, bringt uns rein. Gravitationsstrahlen aktiv. Automatisches Andocken. Und los. Ich verliere die Kontrolle. Ich bin nicht bereit. Scheiße. Falscher Kurs. Daniels. Die Steuerung reagiert nicht auf die Überbrückung. Scheiße, wir sind zu schnell. Wir werden in die Hölle knallen. Chan, auf den Notstabilisator. Da, das blaue Licht. Das könnte uns abbremsen. Okay. Geht es allen gut? Bin okay. Geht schon. Hey Johnson, alles okay? Knöchel. Ich glaube, er ist gebrochen. Scheiße. Besser als ein gebrochener Hals. Oder Schlimmeres. Gute Idee mit dem Stabilisator, Isaac. Gut, dass ich immer das Handbuch lese. Was zur Hölle ist mit der Flugsteuerung los? Das System ist ja eine Todesfalle. Kommt direkt auf die Reparaturliste. Jan, wie sieht's bei uns aus? Kommunikation und Portbooster sind weg. Es brennt in einem der Stabilisatoren. Der Singularitätskern ist überlastet. Könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Dann holen wir Hilfe. Johnson, bleib du auf der Carrier. Wir schicken an Sunny. Alle anderen zu mir. Der Anzug sieht schon auf jeden Fall ziemlich geil aus. Kapitel 1, Neuzugänge. Ja, wie ihr seht, die Grafik hat sich schon sehr, sehr weiterentwickelt. Bewegung, gehen, umsehen. Okay. Was vergessen? Abstand halten. Mist, das war eine harte Landung. Kein guter Start für eine Waffenwaffe. Standardverfahren, Daniels. Wir registrieren Sie in der Flugknutsch. Hallo? Wo sind Sie denn? Die Landung hat doch das halbe Schiff gehört. Sei stolz auf dich, Chan. Du hast uns in einem Stück hergebracht. Abgesehen von Johnson. Aber wenn du einen ausgeben willst... Ich könnte einen zur Beruhigung vertragen. Stärke müsste okay sein. Hast du wen in der Flugsteuerung gesehen? Nein, niemanden. Isaac, wir sollten mal los. Na, immerhin ist das Signal noch da. Ja, ich persönlich fand da auch den ersten Teil immer besser als Teil 2 und 3. Deswegen ist gut, dass die Teil 1 geremaked haben. Isaac, sind... Ja, ist ja gut. Willkommen, Isaac Clark, auf der USG Ishimura. Rick synchronisiert. Erfasse Kinese- und Stase-Module von stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Standort? Fehler. Mitarbeiter nicht gefunden. Erreicht der Sicherheitsdienst nicht. Den Chefingenieur auch nicht. Was ist mit der Kommunikation? Öffne. Hier ist dunkel. Ah, das gibt's auch wieder mit R3. Wir hatten es eilig. Warten. Wo ist das Sicherheitspersonal? Hier ist niemand. Es ist nichts vermerkt. Kein Dienstplan und kein Strom für den Aufzug.
meine Güte. Die Sicherheitskonsole funktioniert noch. Isaac, hol den Schadensbericht. Schluss mit dem Theater. Ja, das ist genauso wie damals. Da ist was auf dem Boden. Ist das... Isaac, her mit dem Schadensbericht. Oh, kein Stress. Oh Gott, der Gestank. Wie sieht's aus, Isaac? Scheiße. Nicht nur die Kommunikation und die Steuerung. Die AB Shimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails. Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Okay, Strom ist wieder da. Die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder Kraft haben. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Nochmal Fehlfunktion? Nein, die Quarantänesysteme funktionieren. Moment. Hört ihr das? Ja. Ja, ich hör's. Hammond? Ganz ruhig. Daniels, bring die Aufzüge wieder zu kommen. Irgendetwas ist mit uns hier drin. Oh Gott! Der hätte mich fast gehabt. Stampfen, genau. Falk, oder? Nee. Kann noch nicht stampfen. Schade. Wollen wir schon mal unsere Waffe nehmen? Ich weiß gar nicht, ob man die hier überhaupt vergessen kann oder ob man die mitnehmen muss. Cut off the limbs. Zielen, halten Primärfeuer, Projektil rotieren. Oh. Okay. R einschlagen, R2 aufstampfen. Alles klar. Verstehe. Also im Prinzip genau dieselbe Steuerung wie damals. Oh, ich habe eigentlich unten. Ja, egal. Alter, der R2-Stick, also der DualSense, wird ganz schön dagegen. Sorry, brauchst du eh schon tot. Ja, die Lüftungsschächte, da kommen sie gerne mal durch. Soll ich ihn hinten? Nein. Denk mich doch nicht so. Inventar Medipack verwenden. Brauche eigentlich noch keins. Haben wir trotzdem noch genauso viel Platz wie damals beim ersten Mal. 1200 Credits haben wir, Knoten 0. Knoten braucht man, um den Anzug zu verbessern. Oder. Ne, für Waffen braucht man den. Für den Anzug braucht man nur Geld. So rum. Luft 70 Sekunden. Okay. Was haben wir hier? Eine Karte. Das ist, glaube ich, komplett neu gemacht worden. Mal besser aussieht als damals. Das Rennen. Nicht gefunden. Okay.
Ja, geh weg. Bring dich in Sicherheit, Mission abgeschlossen. Isaac, du hast es geschafft. Ja. Mein Gott. Knapp. Die sind überall. Jen ist der... Er ist tot. Ich konnte nichts tun. Was zum Teufel sind diese Dinger? Einige von denen, die ich gesehen habe, trugen Ishimura-Uniformen. Das ist die Crew? Wie kann das die Crew sein? Ich meine, sieh sie dir doch an. Wir müssen zur Brücke. Es waren 1000 Leute an Bord. Irgendwer wird da sein. Geht nicht. Die Monorail ist kaputt. Alles abgeriegelt wegen der Quarantäne. Und ihr seid beide Reparaturtechniker. Wie gehen wir vor? Ein defekter Waggon versperrt den Tunnel. Er blockiert das System. Und es ist eine Platine abgeraucht. Die Abriegelung bleibt aktiv, bis wir das Ersatzteil aus dem Wartungssektor haben. Aber es ist alles in der Quarantäne bei Isaac. Ich mach das schon. Sorg du dafür, dass die Reparatursysteme Strom haben. Und Isaac? Ja? Ich bin sicher, Nicole geht's gut. Sie ist doch Ärztin. Sie tut das Richtige. Ja. Ja, das tut sie immer. Ich bin bald zurück. Oh, müssen wir die Platine holen. Bringe die Monorail zum Laufen. Was ja auch neu gemacht worden ist in dem Remake, ist, dass früher man die Bahn benutzt hat, um von Level zu Level zu kommen. Das soll in dem Remake jetzt nicht mehr der Fall sein. Das soll jetzt ein komplettes Level sein. Bin ich mal gespannt. Kommen wir hier. Credits. Ach, die Speicherpunkte sind gleich geblieben. Speichern abgeschlossen. Okay, ich muss da lang. Was haben wir hier hinten? Die Platine, die wir brauchen. Jetzt noch ein Spind. Wir können da lang, aber hier geht's auch rein. Schauen wir mal, was hier ist. Spare Munition, indem du feindliche Gliedmaßen abbrennst. Brenne Gliedmaßen ab, um Feinde schnell zu töten. Stücke deine Gegner, um sie zu verlangsamen. Wie ist der vorhin lang gerannt? Naja, verarschen kann ich mich selber. Leichen können zusätzliche Gegenstände hinterlassen, wenn sie zertreten werden. Ja, da merkt man schon einige Parallelen zu Callisto-Protokoll, ne? Aber hier ist nichts weiter, oder? So, dann mach mal hier hin. Das ist auf jeden Fall komplett neu. Muss hier eigentlich gar nicht hin, ne? Isaac, mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu zielen. Das fällt dir nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme, ihre Beine. Bringt sie das herum? Oder kann sie sich dann noch nicht mehr bewegen? Ah. Wir gehen erstmal den richtigen Weg. Da, wo wir auch hin müssen. Können wir mal hier die andere Seite benutzen? Die Tür vorne, oder? Hau rein! Kulisse ist immer noch krass. Oh, ein Knoten. Der ist wichtig. Bist du? Die Waffe. Auch die Waffe wird mit reingesetzt. Okay.
Gehen wir mal dahin, wo wir hin müssen. Ah ja. Recht. Können die auch was haben? Gegner und Gegenstände, die sich schnell bewegen. Alter, L2. Dreieck, okay. Dann ist es voll. Okay. Ich hab da auch bei Gegner. Ach komm, verarschen kann mich selber. Ja. Nochmal speichern. Das jetzt. Haben wir hier nicht mehr auf? Nur auf der anderen Seite? Hm. Noch ein Knoten. Falle gelöst. Audiolog. Nachricht abgerufen. Sensen und Maschinenraum. Habt ihr ein Startermodul? Wir brauchen eins in der Monorail-Wartung. Sofort. Der Autolader ist hinüber. Hier ist ein kaputter Monorail-Waggon auf den Schienen. Und wenn alles blockiert ist, wen rufen wir dann wohl? Ihr Tempel, wir schicken ein Startermodul. Was ist denn mit dem automatisierten Lader? Keine Ahnung. Hier geht gerade irgendwie alles kaputt und... Und ich höre Dinge. Unten in den Gängen, wo niemand sein kann. Weißt du? Ich weiß. Mann, da bin ich echt schon viel Munition immer gefunden, krass. Also viel Munition. Hm. 75 Schuss fast. Reparatursystem online. Ladesystem reinitialisiert. Fehlfunktion des automatischen Laders. Bitte wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. Handquelle manuell anbringen. Wie man das Fleisch einfach nur abbrennt, ey. Schon krass. Rechter Ladegreifer befestigt. Ein.
Schon nicht schlecht gemacht. Wieder voll gemacht. Dann geht's zurück. Hau nur ab. Weiter nochmal. Badezimmer. Der ist kaputt. Wenn man das Original kennt, weiß man natürlich, was hier passiert ist. Also, ist für mich nichts Neues. Ich habe es damals durchgespielt. Original. Cool gemacht, das Spiel, definitiv. Ich benutze den Kartenbildschirm, um wichtige Orte zu prüfen. Ja, eine Legende? Ja. Ups. Was sind denn das für Symbole? Das ist ein Speicherpunkt. Du bist, da für die Stase? Ah, Legende, L3. So. Stase, Shop, Bank, Sauerstoff, Schutzschalter, Aufzug, Ausgangsetage, Monorail-System, Gondel und Spaltestation. Und Sicherheitstüren gibt's auch. Blau ist erforscht und transparent ist nicht erforscht. Das ist neu. Okay. Also ist das alles erforscht und hier noch nicht. Schlossen. Stufe 1 habe ich noch nicht. Wird sogar der Weg angezeigt, wo wir lang müssen. Okay. Das ist richtig. Gehen wir jetzt hier lang. Speichern. Speichern ist wichtig. Geht ja auch schnell. Wo
So, hier waren wir schon mal. Wenn nichts von hinten kommt. Mehr ist hier nicht. Na doch. Medipack. Wir können mal einen kleinen Medipack nehmen, ne? Benutzt. Keine Energie. Aua. Mein Gott, halten die aus. Ne, die rennen können, ey. Mal hier gucken. Gibt's noch Loot? Loot ist wichtig. Geld ist auch wichtig. Gerade für den Anzug-Upgrade. Gibt's eigentlich schnelles Training oder so? Nee, gell. Jetzt mal wieder am Anfang. Okay, verstehe. Ja. Kommt von oben, okay. Lang. Hier lang. Daneben. Immer noch daneben. Hallo? Dann kommt die nächste. Das vielleicht da abgetrennt wird. Hat man damals nicht so schön gesehen. Aber das ist es mir wert. Alter, man wird ja regelrecht zugeschüttet mit Munition. Das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Rechnungen für Reparaturen. Ach, interessant. Das heißt, wir müssen die Energie jetzt nach links leiten. Ist aber dunkel.
Scharfschützen-Trophäe. Oh, frech. Ich muss auch runter. Ja, ist richtig. Das war ja richtig. Es ist gerade extrem dunkel, ja. Hier, Einladung zum Poker. Oh, noch ein Knoten, der dritte. Und eine Bank, jawohl. Verbessere Waffen und Rig mit Hilfe der Werkbank. Waffen aufrüsten. Verbessere die Fähigkeiten der ausgewählten Waffe oder des Rigs, indem du Energieknoten in Upgrade-Diagramme investierst. Neue Upgrades freischalten. Um Zugang zu einzigartigen Upgrades zu erhalten und das Upgrade-Diagramm der Waffe zu erweitern, bringe Upgrade-Teile zur Werkbank. Upgrade zurücksetzen. Upgrades können jederzeit im Austausch gegen Credit zurückgesetzt werden. Das ist neu. Glaube ich. Das gab es, glaube ich, vorher noch nicht. Ach, der Anzug auch? Hat man den nicht mit Geld verbessert? Was? Jetzt muss... Hä? Das kommt mir jetzt neu vor. Aber der Plasma-Krater. Schaden, ja. Kapazität. Ist halt doof, dass man immer den Weg gehen muss, um das jeweilige Upgrade freizuschalten. Und beim Anzug machen wir Gesundheit. Okay, mehr können wir nicht machen. Ah, da ist unser Platine. Isaac, wir können nicht mehr lange bleiben. Ich höre, wie sich etwas bewegt. Moment, ich hab die Platine. Ich komme zurück zur Monorail-Steuerung. Elias, mach dich bereit. Installiere die Platine. Machen wir das doch mal. Können wir mal wieder Licht anmachen? Einfach nur Fleischklumpen hier. Da rein, oh, ja. Oh. Das war jetzt erschreckend. Okay. Hi, John. Hier liegt das sogar noch was.
Gefühlt braucht man irgendwie mehr Schüsse jetzt als früher. Da liegt auch noch was. So lang? Ja. Setzen wir mal die Platine ein. Platine reinstalliert. Systemneustart abgeschlossen. Monorail. Wartung abgeschlossen. Monorail wird angefordert. Also meine Jungs. Alles sauber! Nächster Halt, Flugdeck Monorail-Steuerung. Wir sind an Bord. Das Dach wurde getroffen, aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei, aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Bill und Johnson repariert die Carrion. Wir melden uns auf der Brücke. Standard-Notfallprotokoll. Protokoll? Hier sterben Menschen, Hammond. Ich werde mich noch mehr verlieren. Halten wir es an die Vorschriften oder schaffen wir es auch? Hoffentlich. Monorail unterwegs. Ah. Wir müssen da lang. Der ist tot. Sicherheitsanfrage abgerufen. Es ist nicht gestorben! Wir haben ihn genau zwischen die Augen geschossen und es ist nicht gestorben! Ich musste ihm die verdammten Arme und Beine wegschießen! Wir brauchen Hilfe! Okay. Was eigentlich die Karte? Ey. Gut, hier waren wir schon überall. Naja. Soundkulisse ist echt hart. Wir haben uns Waffe geholt. Ja, hallo. Ja, von mir oder was? Im Prinzip vier Schüsse für so einen. Im Normalfall. Für den nur zwei. Warum läuft die Musik noch? Nur jetzt hat's ab. Mach doch mal das Licht an. Geh doch. Check-in.
Wer hat das gesagt? Ab da im Schiff. Erkundigung über familiäre Hintergrund. Irgendwas? Hey Isaac, ich könnte Hilfe gebrauchen. Was hast du da? Ist das Blut? Bailey, hör mir zu. Die Ishimura ist voller... Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac! Wir müssen die Kellyn reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Ja, da ist er. Überall Diagnose. Was ist das? Oh Gott. Wir sind über den Hilfskern. Los! Jetzt aber raus hier. Ich glaube, am Schwanz ist er mehr. Isaac, was ist denn da unten los? Wir haben die Chancen verloren. Die Kerlchen auch. Der Singularitätskern ist überlastet. Die Kerlchen war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptwächter helfen? Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Matthias. Shrek sein Rick. Okay. Okay, hier. Captain Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht, er ist verstorben. Sogar der Captain? Oh Gott. Isaac, du bist mir damals wieder. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Captains und hol dir seinen Rig. Mit den Codes können wir... Was war das? Zur Krankenstation. Ups. Wollt wechseln. Hier lang, oder? Ja. Da war einer nicht. Ah, das ist schon mal. So. Geklärt ist ein bisschen wie bei Resident Evil, ja? Der Bereich Rot, hast du noch irgendwas vergessen? So,
hier war noch genau. Oh, den Leuten geht's nicht so gut. Hier war, glaube ich, ein Shop, oder? Ja. Shop. Der Shop ist eine zentrale Anlaufstelle zum Kaufen, Verkaufen und Lagern von Gegenständen zur späteren Verwendung. Im Shop kannst du Gegenstände mit Credits kaufen, bringe Schemata zum Shop, um neue Gegenstände zum Kauf freizuschalten. Verkaufe im Inventar Gegenstände, die du gerade besitzt, oder lege sie ins Lager. Wenn das Inventar voll ist, kannst du Gegenstände ins Lager legen, um sie später zurückzuholen. Das Lager ist, glaube ich, auch neu. Das gab es früher auch nicht. 10.000. Jetzt habe ich einen 8.800. Energieklonen kostet auch. Was? Mal verkaufen? Elektronisches Bauteil. Verkaufe es im Shop. Alles klar. Verkaufen. Ja, dann würde ich sagen. Ja. Haben wir genug für ein Anzug-Upgrade? Erhöht deine Inventargröße auf 18 Slots und verleiht 5% Rüstung. Kaufen. Cool aus. So, ja, Knoten ist ein bisschen teuer. Jetzt haben wir mehr Plätze, ja. Lager. Sortieren. Okay. Hier haben wir noch was. Hier ist noch mal ein Mann. Haben wir auch keinen Knoten, oder? Nee. Upgrade-Diagramm erweitert. Oh ja. Was? War aber nichts Knoten. Aber meistens ist bei einer Bank doch eigentlich ein Knoten, oder? Na, hier jetzt anscheinend nicht. Ich kann nochmal speichern. Okay. Oh, ein großes Schiff, ey. Als Lager für Quarantäne. Level 1 erforderlich. Geräusche. Komm mal an Bord, Trophäe. Oh, Kapitel 1 abgeschlossen. Kapitel 2. Intensivstation. Modul. Ja, zum Bewegen. Setze Chinesen ein, um Gegenstände zu bewegen. Kreis. Aha. Was wir natürlich auch gleich probieren müssen. Alter. Irgendwas. Alles.
Scan Rig to unlock Workstation. Hier ist doch bestimmt was dahinter, oder? Ja, dachte ich mir. Bronze-Halbleiter. Was zum Verkauf? Irgendwas? Nee. Lass sie nicht raus. Wir müssen die Stellung halten. Sie sind alle zurückgekommen. Eine neue Waffe. Impulsgewehr. Und eine neue Waffe hinzugefügt. Hier. Ausrüsten. Immer mal nach links. Das ist jetzt das Maschinengewehr, glaube ich. Kontaktminen macht das, okay. Heute natürlich alle. Geht die auch auf mich hoch? Ah, ich kann es mitnehmen, okay. Also 25 Patronen für eine Kontaktmine. Yay. Speichern. Jetzt hast du halt eigentlich eine Ladezeit gehabt, eine ziemlich lange. Mal sehen, wie sie es gemacht haben. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Krankenstation. Ja. Flugdeck Monorail-Steuerung. Hä? Ach, ich bin in der Krankenstation. Wait. Ich bin ja total falsch. Lol. Muss er da lang? Weg. War falsch. Nee, ich war gar nicht. Wie so ein Jedi. Ach ja, das müssen wir noch sprengen, das weiß ich auch noch. Reiche, hast du von der nicht gehört? Wir wurden angegriffen und haben uns verloren. Nein, nicht. Die Krankenstation ist ein Schlachthaus. Wir haben den Eingang zur Leichenhalle versperrt. Die Leichenhalle? Ja, aber die Barrikade wurde in aller Eile errichtet. Ein Hydrazintank sollte ausreichen. Ich bräuchte einen Zünder, vielleicht ein Schockpad. Vielleicht ist Nicole hier durch. Isaac, was uns angegriffen hat. Ich schwöre dir, das war Shen. Ich habe ihn sterben sehen. Wenn die Halle verbarrikadiert ist, dann vielleicht um etwas einzusperren. Vielleicht. Finde den Rig des Captains. Störe die Barrikade. Gut, dort brauche ich jetzt glaube ich nicht gehen. Da ist ein Pack. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Ich hab da jetzt einen Knoten drin. Speichern, ja. Thank you.
Hallo. Ach, komm jetzt nicht diese komischen Babys. Oh, nee. Die sind nervig. Oh. Das ist eine sehr legendäre Szene. Eine von zweien. Da kommt wieder noch eine. War das jetzt? Die Stimme mitgekriegt? War doch was. Mal Platz. Ich glaube, jetzt habe ich mit Knoten nicht schon vorbeigelaufen bin. Ja, wie ihr seht, Schusswaffen sind nicht so effektiv. Deswegen doch lieber die Waffe. Nee, die beste. Mit der Kettensägenwaffe. Die ist auch cool. Was haben wir hier? Alter, das ist eine halbe Brustkorbe offen. Oh, sorry. Level 2. Knoten. Ich glaube, mit einem Durchgang kannst du auch nicht so viel upgraden. Deswegen hat das Spiel auch ganz ein neues Spiel Plus. Das ist makaber. Machen wir kaputt. Ein Putzgewehr ist nicht so geil. Oh, er ist ja nicht. Werden die Kisten eigentlich auch angezeigt? Nee, leider nicht. Schade. Muss man sich echt merken, wo hier noch Sachen sind für die Codes dann später. Achso. Hier. Die will nicht. Ja. Ach, das war für die Tür. Ah, okay. Verstehe. Nee, hä? Wait. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Ist irgendwie hier hin? Die Tür. Na lecker. Die Impulsprojektil, gut, unnötig. Audiolog. Patientenprotokoll abgerufen. Dass die Tests an Patient Harris nicht eindeutig waren. Nach den Berichten aus der Kolonie kann es von Glück reden, dass er überhaupt noch bei Verstand ist. Nun, unglückliche Erfahrungen sind es bei jedem einen bleibenden Eindruck. Vielleicht. Aber ich habe nichts Göttliches gesehen, da diesen Blut, die Suizide. Es handelt sich um eine Offenbarung, Harris. Wir brauchen nur mehr Erkenntnisse, um sie zu übersetzen.
Und Sie glauben, diese Erkenntnisse finden Sie in Harrys Psyche? Davon bin ich überzeugt. Und da Captain Mathias jeden Besuch auf Egge 7 verhindert, ist das unsere beste Chance. Aber Harris ist Dr. Brennans Patient und Ihre Methoden... Mercer, es ist alles schon kompliziert genug. Ich kann das nicht zulassen. Sie tun, was Sie für das Beste halten, aber wie lange können wir warten? Ich hasse diese Viecher. Die sind viel zu schnell. Viel zu schnell. Na komm. Hey, komm her. Kein Zielwasser getrunken heute. Ist hier noch was? Ah ja, Gegner wahrscheinlich. Naja. Die Stasis ist voll. Nee, doch nicht. Schade. Mach frech. Oh, das soll man sich alles merken. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Werden nicht angezeigt. Schade. Kalkulierte Risiken. Das war's. Speichern. So, Leute. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit dem Reingeschaut in das Dead Space Remake. Wenn ihr wollt, dass ich ein Let's Play draus mache, dann lasst es mich wissen. Das wird dann aber wahrscheinlich, ja, ob ich streame oder es als VOD kommen sollte, falls ich ein Let's Play mache, lasst es mich wissen. Ansonsten war es das mit Dead Space von meiner Seite aus und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt Reingeschaut, hier auf meinem Kanal mit eurem Doomsday. Bis zum nächsten Mal. Was das nächste Mal ist? Ja, da könnt ihr euch freuen. Da werde ich sogar einen Marathon machen. Und zwar wird es wohl oder übel Hogwarts Legacy sein. Was am 10. rauskommt. Mit der teuren Version kann man es schon 3 Tage vorher spielen. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich das streamen darf, wegen Embargo. Und ansonsten sehen wir uns dann am 7. Februar bei Hogwarts. Was dann wahrscheinlich mindestens eine Woche gestreamt wird. Ich kann es doch nicht versprechen, also nicht am Stück, sondern jeden Tag etwas. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr einschaltet. Und bis dahin, haut rein. Euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal.